kommen Ihnen diese Fassaden bekannt vor? Historikern unter Ihnen vielleicht schon, denn so sah die Straße am Altmarkt vor ca. 85 Jahren aus. Die Häuslebauer des Modelleisenbahnclubs Spreewaldbahn Cottbus e.V. haben diese originalgetreu nachgebaut. Doch nicht nur die kleinen Häuser gibt es am Wochenende zu sehen. Bei der 24. Modelleisenbahnausstellung in der Stadthalle Cottbus gibt es noch mehr kleine Dinge zu entdecken. Wir sind immer bemüht, nicht nur die gleichen Anlagen jedes Jahr den Besuchern vorzuführen. Im letzten Jahr hat der Eisenbahnfreund Jochen Wensch seine wunderbare Winteranlage vorgeführt. Dieses Jahr hat er eine ganz andere Anlage mit einer riesengroßen Bahnhofshalle. Ich will dort nicht viel von wegnehmen. Der Besucher kann sich davon überzeugen. Es ist eine ganz andere Thematik. Es ist eine andere Jahreszeit, aber wieder eine sehr wundervolle Anlage. Der Modelleisenbahnclub Spreewaldbahn bringt eine breite Auswahl an Zügen und Anlagen mit. So wird zum Beispiel die Eisenbahn in den 70er Jahren gezeigt. Außerdem wird es eine Winteranlage geben. Auch die Jugendgruppe des Vereins ist mit einem Aufbau vertreten. Die auffälligste Anlage dürfte aber die digitale Spreewaldanlage sein. Sie zeigt den Bahnhof Lübben und den Streckenabschnitt bis Goyatz, wie sie vor 50 Jahren aussahen. Auf insgesamt ca. 90 Quadratmetern stellt der Verein aus. Da ist dann aber auch für den Club Schluss. Die Größe dieser Anlage ist erreicht. Wir müssten eventuell neue Clubräume uns mieten, was aber nicht möglich ist. So wie sie in diesem Format ist, wird sie bleiben. Das heißt, es werden aber immer wieder Veränderungen gemacht. Die heutige Technik, die zur Verfügung steht, zeigt uns natürlich Möglichkeiten, ob das Lichteffekte sind, die wir einbauen können, um diese herrliche Anlage zu untermalen, beziehungsweise dass neben den rollenden Zügen auch Autos fahren. Auch das können wir mit dem Stand der heutigen Technik durchführen und das zeigen wir auch den Besuchern. Von ganz klein und bescheiden bis groß und aufwendig. Die Ausstellung wird auch in diesem Jahr die Modelleisenbahnfans begeistern können.